Heute in der Folge bauen wir wieder etwas von SpongeBob und zwar nicht wirklich was, was unter Wasser steht, sondern Patchys Häuschen. Unserem Piraten-Captain, der SpongeBob-Fan ist seit der ersten Minute oder ersten Sekunde. Er leitet natürlich auch den Fanclub von SpongeBob und da dachte ich mir, damit er unseren Sitz natürlich auch in der Stadt erhält, bauen wir sein Häuschen. Von daher schnappen wir unsere Blöcke und dann geht's los. Für den Start heute geht's erstmal los mit ein bisschen graue Keramik, hellgrauer Beton, Eisenblöcke, denn polyurethanisierte Stufen, weißer Beton, glatte Quarztreppen, davon natürlich die Stufen und dann nehmen wir noch Andesitstufen und davon auch nochmal die Treppen. Für den Start nehmen wir dann auch erstmal unsere graue Keramik und ziehen uns den Grundriss einmal lang. Da beginnen wir auf der Vorderseite und zwar setzen wir jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Blöcke erstmal hin. Dann lassen wir 3 Blöcke Platz und setzen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Blöcke hin. Einmal kurz wechseln zum grauen Beton und dann setzen wir hier nach hinten 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal den Block hin. Rückseite ziehen wir genauso lang, wie wir es auf der Vorderseite haben. Auch was, die haben wir dann auch wieder hier diese 3 Blöcke Platz. Und dann hier zur anderen Seite. So, in der Mitte setzen wir natürlich auch nochmal so einen grauen Beton hin. Nehmen nochmal unsere graue Keramik und können auf der Vorder- wie Rückseite hier noch eine zweite Ebene einmal platzieren. Sobald wir das denn erledigt haben, nehmen wir wieder unseren hellgrauen Beton, können an der Seite das natürlich jetzt hier auch einmal nachziehen und wollen jetzt komplett dann einmal ringsherum noch weitere 4 Ebenen von unserem hellgrauen Beton hier einmal platzieren. Wo wir, sag ich mal, jetzt hier diese 3 Blöcke noch Platz gelassen haben, kannst du gerne Platz lassen, aber du kannst die letzte Reihe rüberziehen. Aber ohne Fleiß kein Preis. Von daher, zack, Rückseite ziehe ich mir auch dann hier noch schön geschmeidig und in Ruhe einmal hoch. Gut, dann bin ich jetzt erstmal mit meinem grauen Beton fertig. Weiter geht's jetzt. Jetzt könnten wir uns aussuchen. Aber ich würde mal sagen, wir machen jetzt erstmal das hier ein bisschen dicht, wo wir es offen gelassen haben. Denn hier möchte ich mir jetzt meine Türen reinzeichnen. Das heißt, an den Rand setze ich mir meinen weißen Beton einmal hin. Wer möchte, kann auch gerne schon einmal eine umgedrehte Quarztreppe darunter platzieren. Auf der Rückseite genau einmal das gleiche Spiel. Treppe darunter und dann können wir auch gleich unsere Stufen nehmen. Und zwar wollte ich mir die hier drüber einmal platzieren an unseren letzten weißen Betonblock. Zack, die Stufen einmal hin. Und weiter machen wir jetzt erstmal mit den Fenstern. Wir beginnen Vorder- oder Rückseite, ist von sich her das Maß gleich. Und zwar, wenn wir jetzt von vorne gucken, setze ich jetzt hier auf der linken Seite, dass ich so 2 Blöcke platzt und dann schlage ich mir hier ein 4x3 Fenster einfach mal rein. Die Maße ist jetzt auf der Vorder- und Rückseite von den Fenstern immer gleich. Da können wir dann unsere Eisenblöcke an den Seiten einmal platzieren und in der Mitte einmal unsere polierten Andesitstufen. So, erstes Fenster fertig. Bleiben noch 2 weitere. Gleich neben der Tür auf der rechten Seite setze ich mir einen Abstand von 1 Block gleich das nächste Fenster einmal hin. Je nach kannst du dann gucken, wie du zählen willst. Entweder gleich von dem Fenster 4 Blöcke Platz lassen und das hier einmal hin. Oder guckst gleich von der anderen Seite und sagst hier eine Reihe Platz und dann zack, setzen wir das Fenster rein. Jetzt ist es natürlich auf der Rückseite natürlich noch einfacher, denn hier machen wir nochmal genau das gleiche Spiel, wie wir auf der Vorderseite haben. Das heißt, du musst jetzt einfach nur darauf achten, wo hast du die vorne hingesetzt und dann machst du es nochmal auf der Rückseite. Sind wir dann mit den Fenstern auf Vorder- und Rückseite fertig, gehen wir einmal auf die Seite. Hier wollen wir nochmal 2 kleine Fenster uns einmal platzieren. Wir lassen immer 2 Blöcke Platz, dann hier so ein 1x3er Fenster rein und noch ein zweites. Da können wir dann auch wieder einmal unsere Stufen unten wie oben einmal platzieren. Und dann fliegen wir natürlich noch zur anderen Seite, denn da machen wir synchron nochmal das gleiche Spiel. Wenn wir die Fenster soweit erstmal platziert haben, wollen wir uns jetzt beschäftigen mit dem Dach. Das heißt nochmal unseren hellgrauen Beton in die Hand. So, jetzt setzen wir die nächste Ebene an den Seiten einmal rauf, lassen eine Blockreihe Platz. Danach einfach 2 Blöcke Platz lassen und dann sind wir auch schon fertig. So, andere Seite ziehen wir natürlich hinterher. Erste Reihe, zweite Reihe, oben halt diese 2 in der Mitte und fertig. So, jetzt beginnen wir natürlich damit auch gleich einmal das Dach aufzusetzen. Dabei nehmen wir jetzt natürlich unsere Andesit-Stufen und Treppen. Immer bei einem Übergang nehmen wir unsere Treppen und dann natürlich, wo es glatt ist, setzen wir die Stufen einmal vorne ran. Wir lassen natürlich auch einmal überstehen und natürlich zur Seite genau das gleiche Spiel. Wer natürlich wie immer ein bisschen fleißig mitarbeiten will, der kann natürlich jetzt nicht nur so einfach das Dach rüberziehen zur anderen Seite, sondern im Nachhinein auch noch mal eine Verkleidung darunter anbringen und zwar mit unseren Quarzsachen. So, da setzen wir natürlich die Treppen immer gegenüber oder hinter der anderen Treppe, die wir natürlich oben haben und auf den glatten Stellen kommen unsere Stufen hin. Ja, da haben wir uns wieder ein bisschen Arbeit aufgeborgt. Das heißt, jetzt müssen wir natürlich hier zack bis zur anderen Seite das einmal ziehen und natürlich auch immer darauf achten, dass wir es auch gleich einmal überstehen lassen. Jetzt ist natürlich wie immer die Frage, wie kann ich mir das denn immer erleichtern und natürlich den schnellsten Weg nehmen, um, sag ich mal, mir das Dach fertig zu ziehen.
Und ihr kennt ja meine Einstellung. Das heißt, immer erstmal den Block nehmen, den man, sage ich mal, meistens immer verbauen kann. Ich nehme jetzt hier einfach mal meine Stufen und ziehe mir die dann so oft wie es geht erstmal rüber, bevor ich dann einfach natürlich wieder den Block einmal tauschen muss. Denn Blöcke tauschen, darauf achten, wie nehme ich jetzt, kostet ja immer Zeit. Von daher guckt immer, welchen Block ihr immer als erstes am meisten verbauen könnt. So, zu guter Letzt setze ich natürlich noch an der Seite hier einmal meine Quarztreppen hin. Wunderbar. Und dann sind wir mit diesen Blöcken erstmal komplett durch und das heißt, wir brauchen wieder ein paar neue. Um dann weiterzubauen, holen wir uns jetzt eine Birkenholztür einmal aus. Ich finde die ganz passend zur Farbe. Denn Ziegelblöcke, Ziegeltreppen, denn Nederziegelzaun. Wir nehmen noch polierte Anisit-Treppen einmal raus. Polierte, Schwarzsteinknöpfe. Hellgraue Wolle finde ich ganz passend. Und dann noch ein bisschen, ein paar Blätter können wir noch nehmen. Es gibt ja verschiedene Arten, ne? Meine Empfehlungen sind jetzt Fichten und Eichenblätter. Beginnen wir erstmal, dass die Türen fertig sind. Das heißt, wir nehmen unsere Ziegelblöcke zur Hand. Auf der Vorderseite beginne ich erstmal und setze mir jetzt hier zwei weitere Blockreihen hin. So, an der Seite setze ich mir noch einen einzelnen hin. Und dann setzen wir eigentlich nur noch Treppen einmal davor hin. Wer möchte, kann auch gerne ein Geländer mit unseren Zaun hier einmal platzieren an den Seiten. So, voilà. Man könnte natürlich den auch noch hier so einen kleinen Weg dann natürlich sich zur Straße ziehen. Sonst bleibt noch eins übrig. Und zwar setzen wir hier noch die Tür einmal rein. Die benutzen wir natürlich auch gleich, gehen einmal zur Rückseite, denn hier müssen wir das natürlich auch nochmal machen. Natürlich jetzt nicht so groß, denn hier geht es natürlich hinten zum Garten hin. So, Tür setzen wir aber schon mal rein. Ja, den machen wir einfach nur einen leichten Tritt einmal runter, Blockreihe hin, Treppenreihe hin und fertig. Wir fliegen dann wieder einmal auf die Vorderseite, denn hier habe ich mir noch gedacht, machen wir noch einen Kamin einmal hin. Nehmt eure Ziegelblöcke und zwar haben wir, zwischen den Fenstern, vier Blöcke Platz, da passt das ganz gut hin. Setzen wir hier gleich eine Blockreihe hin. Da guckt man natürlich jetzt, wie wollen wir das Ganze hochziehen. Ich würde mal sagen, die Mitte hier, zack, diese zwei Mitte können wir schon mal komplett nach oben ziehen. Und dann lassen wir das Ganze, wenn ich jetzt hier gucke, von der Dachreihe, 1, 2, 3 Blöcke mal überstehen. Natürlich unser Schornstein jetzt natürlich nicht nur auf eine einer Dicke, den machen wir hier schön auf eine Zweier Dicke. So schön einmal nach hinten. Wenn wir schon mal hier oben sind, könnten wir auch unsere Polieten an die Siedtreppen hier einmal schon mal ringsherum platzieren. Sonst nehmen wir wieder unsere Ziegelblöcke und Treppen einmal. Und zwar machen wir den an der Seite noch ein bisschen, würde ich mal sagen, dass er hier so in die Mitte einläuft. Auf der Innenseite jetzt hier von unserem Häuschen setze ich hier gleich auf Beginn des Fensters eine Treppe hin. Und auf der anderen Seite erweitere ich es einfach mal um eine weitere Blockreihe. So, dann sind wir mit den Schornsteinen schon mal fertig. Gucken wir mal, was haben wir denn noch? Also wir haben noch politische Schwarzsteinknöpfe. Da setzen wir an den Seiten einfach mal vier weitere Knöpfe einmal hin. So, auf der anderen Seite auch nochmal. Einfach hier, zack, vier Knöpfe einmal. Dann kommen wir schon zu unserer hellgrauen Wolle. Die wollte ich mal einmal an den Seiten über unseren Fenstern einmal platzieren. Jetzt bin ich immer an hin und her fliegen auf den Seiten. So, andere Seite natürlich auch nochmal die Wolleblöcke hin. Dann kommen wir schon dazu. Ihr könnt es gerne machen, müsst ihr nicht, aber beim Original Patchy House befindet sich auf der Vorderseite und natürlich zur Seite auch noch eine Hecke. Das heißt, ihr könnt euch jetzt einfach ein paar Blätter nehmen, fangt am besten mit nur mit einer Farbe an, könnt ihr im Nachhinein noch austauschen. Und dann setzt euch hier einfach so ein paar Büsche davor. So ein bisschen reicht das hier, man kann natürlich noch zur Seite abbiegen. Kommt natürlich auch an, wie macht ihr euch das da hinten, sag ich mal im Gartenbereich, hinter das Patchys Haus, wie ihr euch das gestaltet. Sonst müsst ihr hier natürlich auch nochmal ein bisschen zu viel weggebaut, müsst ihr sonst hier auch nochmal die Knöpfe wegmachen und euch dann hier einfach eine Hecke hinsetzen. Ja, sonst nimmt natürlich noch eine andere Blattfarbe und tauscht euch das hier alles so ein bisschen aus. Kann man sich ja ein bisschen austoben, wie man sich das natürlich hier ein bisschen gestalten will. Ne? Da tobt euch aus, gestaltet euch denn, sage ich mal, hier eure Hecke. So, ich habe jetzt meine Kiste natürlich noch geplündert. Jetzt ist alles leer. Und das ist ja relativ übersichtlich. Jetzt machen wir natürlich noch ein bisschen die Feinheit bei unseren Häuschen. Zum einen könnten wir innen drin ja schon mal, sage ich mal, das Glas einmal platzieren. Wer sich natürlich das Häuschen vom Patchy nicht einrichten sollte, der kann ja die Fenster wie immer noch verkleiden, so wie ich es natürlich drüben gemacht habe. Das sieht immer ein bisschen doof aus, wenn man hier reingucken kann und man sieht, einfach, dass es leer ist. Das ist immer doof. Gucken wir mal, was haben wir denn noch? Also, ich würde mal sagen, was schnell verbaut geht, ist, dass wir noch ein paar Mauern nehmen. Am besten die dunkleren Mauern. Und zwar setzen wir an den Seiten natürlich welche hin, die sollen so ein bisschen das Regenrohr darstellen. Ganz oben einfach mal einen Trichter hin, dass wir das so ein bisschen verbinden. Auf der Rückseite mache ich mir das auch, aber dann auf der anderen Seite, hier haben wir den Vorteil, dass wir auch sogar eine Dreierfläche noch haben. Das heißt, wir müssen die Mauer noch nicht mal am Rande des Hauses hinsetzen und können die hier mal schön in der Mitte hinsetzen. So, der Rest wäre denn, dass wir auf der Rückseite eigentlich noch bleiben. Und hier wollen wir noch eine Satellitenschüssel einmal hinsetzen. Ich gucke so ein bisschen vom Fenster hier aus, auf der Seite. So drüber, dann sage ich mal, ab dieser Stufe hier, setzen wir dann einfach mal, machen wir mal drei Mauern hin. Darauf könnt ihr dann gerne eine Stufe hinsetzen. An den Seiten davon setzt ihr einfach unten die Treppen hin, darauf normale, dann einfach eine Eisenfalltür hin und darauf ein Eisengitter. Und fertig habt ihr hier
eure Satellitenschüssel. Jetzt müsste man natürlich jetzt hier beim Dach unter unserer Satellitenschüssel natürlich dann hier nochmal das zubauen, dass man da natürlich nicht reingucken kann. Aber auf dem Dach befindet sich nicht nur Satellitenschüssel, sondern natürlich auch noch eine weitere Antenne. Die basteln wir einfach mal hier auch nochmal mit Eisengitter. Machen wir auch mal hier auf drei Gitter einmal hoch. Gehen Vorder- und Rückseite einmal raus und setzen hier einfach nochmal weitere Gitter ran. Und fertig ist auch unsere Antenne. Ihr könnt euch das Ganze auch noch verschieben auf dem Dach, wenn ihr wollt. Da bleibt ja viel Spielraum. So, Patchys Häuschen haben wir jetzt gebaut. Drehen wir uns noch einmal um und schauen uns mal an, wie man es natürlich noch ein bisschen sich gestalten kann ringsrum. Fangen wir auf der Vorderseite an, natürlich beim Vorgarten. Wie lang oder wie groß euer Vorgarten ist, hängt ja immer davon ab, wo ihr euch das platziert. Bei mir habe ich das Häuschen in so eine Ecke platziert, dass ich mir doch ein bisschen kleineren Vorgarten habe, wie Patchy natürlich in echt natürlich ein bisschen größer hat. Naja, muss man mal gucken. Na gut, man kann sich natürlich vorne den Garten mit einer Hecke natürlich gestalten, wie man möchte. Ne, Masse ist in einer Farbe, zweifarbig, dreifarbig, ne, kann man natürlich auch machen. Wir haben ja genug Blätter da. Ja, einfach ein bisschen struppig machen. Ich habe meiner Seite das natürlich einmal nach hinten gezogen, denn auf einer Seite war die Hecke, wie ich gesehen habe, halt auch wirklich bis nach hinten gezogen. Auf der anderen Seite hat er so eine kleine Auffahrt gehabt. Bei mir ist das Ganze hier ein bisschen eng geworden. Wäre schön, wenn du dir das natürlich ein bisschen, wenn du dir natürlich die Mühe machen willst, auch noch hinten so eine Garage platzieren willst, ein bisschen mehr Platz lässt. Eine Garage für Patchy aufzubauen, eigentlich ganz einfach. Ihr macht euch da einfach eine rosane Garage hin. Bei mir ist sie ein bisschen klein geworden. Man könnte sie natürlich auch noch nach hinten ein bisschen länger ziehen, wenn ihr natürlich den Platz habt, ne? Ansonsten, was hatte ich jetzt hier von der Länge? 6 Blöcke und 4er Höhe hier von der Garage, eigentlich ganz einfach. Ja, sonst Rückseite, man sah von Patchy nicht wirklich, was er sich hier platziert hat. Von daher habe ich das Ganze hier doch ein bisschen kahl gelassen. Ein paar Mülltonnen vielleicht noch hinstellen. Ja, neben unseren Häuschen von Patchy habe ich mir noch so gedacht, weil ja hier so ein bisschen Platzmangel ist, dass er hier vielleicht so vom Häuschen, man sieht ja hier noch so ein bisschen die Fußabdrücke, sag ich mal, hier so einen Schatz ausgebuddelt hat. Vielleicht noch eine neue verlorene Folge von SpongeBob, die er hier gefunden hat. So, Patchys Häuschen haben wir jetzt aufgestellt. Jetzt kann er natürlich einziehen und seine nächste SpongeBob-Party hier feiern. Ich hoffe, wir werden auch eingeladen zu der SpongeBob-Party, denn sowas sollte man sich nicht entgehen lassen. Wenn dir das Video wie immer gefallen hat, findest du in der Infobox noch weitere tolle Videos. Sonst abonniere den Kanal, bleibst immer auf dem laufenden Stand. Dann war es das Video für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche dir natürlich noch einen schönen Tag, bleib gesund, haut's rein und ciao.